Sehr geehrte Damen und Herren und liebe Fans unseres China-Dialogs, herzlich willkommen bei Erneut Chinas Moderne Begreifen, europäische Reflexion. Wir haben gerade noch kurze Tonprobleme in der Technik. Ich hoffe, das ist gleich weg. Also herzlich willkommen heute zum Thema modernes Chinesisch, sprachliche Besonderheiten und die Kunst kultureller Translation. Wir widmen uns heute also der chinesischen Sprache. Aber keine Sorge, wir bleiben in der Debatte natürlich komplett auf Deutsch. Und auf dieser Sprache darf ich Sie also begrüßen im Namen der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Mein Name ist Iris Müller und ich begrüße wie immer gemeinsam mit, ich darf sagen, meinem Lieblingsprofessor, Professor Dr. Maximilian Mayer. Da lacht er schon. Und er ist Juniorprofessor für internationale Beziehungen und globale Technologiepolitik am Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies der Universität Bonn. Wie viele von Ihnen wissen, gemeinsam organisieren wir diesen Online-Dialog mit dem Ziel, das moderne China, das ja voller Widersprüche steckt, abseits medialer Klischees kennenzulernen und natürlich wichtige Aspekte des Landes mit inhaltlicher Tiefe und auch kritisch zu diskutieren. Heute freuen wir uns ganz besonders, denn das ist eine besondere Folge für uns, denn Max und ich, wir beide feiern heute gemeinsam hier mit Ihnen Jubiläum. Unsere Dialogreihe wird nämlich heute 20 mit der 20. Folge und das freut uns natürlich total. Also offenbar gehen uns seit über 2 Jahren weder die Themen noch die Referenten noch das Publikum aus. Und da darf ich erstmal sagen, lieber Max, herzlichen Glückwunsch und verbunden auch großes Dankeschön. Ja, mir geht es auch so. Das ist eine sehr große Freude, das mit zu organisieren und zu kuratieren. Ich glaube auch, wir werden weiter versuchen, nach der Sommerpause dem Anspruch gerecht zu werden, Chinas Moderne zu begreifen, gemeinsam mit Ihnen allen und mit unseren Gästen zu umzusetzen. Ja, ganz genau. Und auch du steckst ja immer besonders viel Zeit in diese intensiven inhaltlichen Vorbereitungen jeder Folge. Aber nach 20 Folgen Chinas Moderne Begreifen möchte ich auch mal kurz namentlich den Menschen hinter den Kulissen danken, die sich immer wieder hervorragend um die Technik kümmern, um den Service, um die Vermarktung. Und das sind 3 Leute, insbesondere Maximilian Schlesinger, Marion Vierkötter und Philipp Nock. Vielen Dank an euch 3. Ja, ich möchte mich an dieser Stelle natürlich auch bei unserem treuen Publikum bedanken für das große Interesse und die vielen Rückmeldungen, die wir immer bekommen. Und wir versuchen, alle Fragen und Anregungen natürlich aufzugreifen und auch die Themenvorschläge, die eingehen. So wie das aussieht, wird uns auch nach der 20. Folge die Fragen und Themen auf keinen Fall ausgehen. Und gerade heute wurde ja die erste deutsche China-Strategie öffentlich verkündet in Berlin und erklärt. Und offenbar ist der Bedarf nach einem tiefer gehenden Verständnis, aber auch nach einer analytischen Sensibilität gegenüber China als Land, als Gesellschaft nicht weniger geworden. Ja, ich glaube, das stimmt, wie du das gesagt hast. Und in dem Sinne sage ich mal, wie bei einem Geburtstag, lieber Max, auf die nächsten 20 Folgen. Aber dann zum heutigen Thema. Wir sprechen natürlich heute nicht über die brandneue China-Strategie. Das können Sie heute woanders verfolgen. Wir sprechen, wie ich schon gesagt hatte, über die chinesische Sprache, über die Literatur Chinas, die Schwierigkeiten der Übersetzung und auch gerade die Rolle der chinesischen Sprache in der internationalen Kultur, Politik und Wissenschaft. Und fangen mal an mit dir, lieber Max. Ich habe gelernt, chinesische Literatur ist in Deutschland ja durch viele Übersetzungen grundsätzlich zugänglich und manch einem auch bekannt. Und ich darf an dieser Stelle mal verraten, dass du ja 2 Kinder hast. Wie ist denn das bei euch zu Hause mit dem Sinologen-Papa? Lesen deine Kinder auch chinesische Bücher, Bücher von chinesischen Autoren? Ja, das würde man sich natürlich wünschen als Elternteil, dass Kinder darauf hören, was man ihnen vorschlägt. Aber ich glaube, dass schon in der jungen Generation gerade chinesische Sci-Fi-Literatur weit verbreitet gelesen wird und Bücher wie etwa Trisolaris, das Dreikörperproblem von Liu Cixin und andere, da werden wir, glaube ich, nachher auch drüber diskutieren, warum die auch hier in Deutschland so eine große Resonanz finden. Ja, ist interessant. Also ich muss ja gestehen, ich kenne mich ja in der chinesischen Sprache und Literatur überhaupt gar nicht aus. Und ich freue mich total, heute wieder ganz viel dazu zu lernen. Aber wir alle wissen ja, Chinesisch ist natürlich eine Weltsprache. Nicht nur hat sie ja mehr als 1 Milliarde Muttersprachler, sondern weltweit lernen ja auch heute immer mehr Menschen modernes Chinesisch als Fremdsprache. Welchen besonderen Charakter hat diese Sprache also und welchen Einfluss hat sie auch heute auf die Welt?
Um uns diesem Themenfeld heute zu nähern, haben wir, wie ja immer im China-Dialog, zwei ausgewiesene Experten eingeladen und die darf ich Ihnen einmal kurz vorstellen. Ladies first, wie immer, Karin Betz ist heute bei uns. Sie ist ein wahres Fremdsprachenwunder, wie ich gelesen habe, und eine der wenigen Übersetzerinnen chinesischer Literatur ins Deutsche. Sie hat in Frankfurt am Main, in Chengdu und in Tokio Sinologie, Philosophie und Politik studiert und engagiert sich als Übersetzerin und Kulturvermittlerin auf ganz vielfältige Weise. Sowohl in akademischen Zusammenhängen ist sie als aktiv, als auch als Leiterin von Übersetzungsworkshops, auch als Jurorin und als Rezensentin. Und im Wintersemester 2021 war sie Gastprofessorin für die Poetik der Übersetzung an der Freien Universität Berlin. Herzlich willkommen, liebe Frau Betz. Schön, dass Sie heute da sind. Vielen Dank. Danke für die Einladung, für die Gelegenheit. Sehr gerne. Zu diesem Gespräch. Ja, und wir freuen uns auch sehr, dass Professor Dr. Andreas Ruder heute bei uns zu Gast ist. Er ist Professor für Didaktik des Chinesischen sowie der Sprache und der Literatur Chinas an der Freien Universität Berlin und er ist auch Vorsitzender des Fachverbands Chinesisch. Nach seiner Promotion im Fach Sinologie arbeitete er in Peking als Lektor für den Deutschen Akademischen Austauschdienst für Deutsch als Fremdsprache am Peking Institute of Technology. Und bevor er 2019 an die FU Berlin wechselte, war Professor Guder an der Universität Göttingen verantwortlich für die Lehramtsausbildung für angehende Chinesischlehrer. Herzlich willkommen, Herr Professor Guder. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Abend aus Berlin. Und durch die Debatte führen wird uns heute die Moderatorin Lydia Leipert. Sie ist Journalistin und Teamleiterin beim Bayerischen Rundfunk und sie ist heute aus London zugeschaltet. Herzlich willkommen, liebe Frau Leipert. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen, vielen Dank. Genau. Und ja, so spannend die heutige Runde auch ist, wie Sie wissen, liebe Teilnehmer, leben unsere China-Dialoge ja insbesondere von Ihrer Beteiligung, wie immer, also über das F&A-Chatfenster. Schreiben Sie uns, melden Sie sich, schicken Sie uns Ihre Fragen und Anmerkungen oder meinetwegen auch Ihre Lesetipps zur chinesischen Literatur. Im Hintergrundchat ist wie immer Professor Meyer erreichbar, aber wir nehmen auch so viele Fragen und Anregungen wie möglich in die Debatte mit auf. Und ich sehe schon, es kommen auch schon die ersten Dinge rein. Vielen Dank. Dann, bevor es jetzt losgeht, noch ein organisatorischer Hinweis. Unsere Reihe Chinas Moderne begibt sich nach dieser Folge wie jeden Sommer erstmal in die Semesterferien und wir melden uns dann im Herbst zurück mit neuen Folgen. Sie erhalten dann wie immer nochmal im Vorfeld einen E-Mail-Hinweis, sodass Sie keine Sorge haben müssen, eine der kommenden Ausgaben unseres Dialogs zu verpassen. So, und nun wünsche ich ganz viel Freude und gute Erkenntnisse bei Chinas Moderne Begreifen 20 und übergebe an Lydia Leipert. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich diesen Jubiläumsabend moderieren darf und dann auch noch mit so tollen und spannenden Gästen. Ich finde diese Idee mit dem Lesetipp total toll. Vielleicht können ja die vielen Teilnehmenden, die schon da sind, einfach mal in den Chat ihr Lieblingsbuch eines chinesischen Autors posten. Und vielleicht können wir das ja tatsächlich einfach, also finde ich eine super Idee, einfach den ganzen Abend laufen lassen, so als Inspirationsquelle. Wer weiß, was wir da alles schon mal sammeln können. Also das finde ich super. Genau, bevor wir jetzt richtig tief eintauchen, würde ich wahnsinnig gerne starten mit einer, ich nenne es mal Schlaglicht- oder Blitzlichtrunde. Und zwar eine kurze Frage, kurze Antwortrunde mit Herrn Guder und Frau Betz machen, wenn das in Ordnung ist und Sie bereit sind und sich bereit erklären, ein kurzes Blitzlichtgewitter über sich ergehen zu lassen. Ist das ein Ja? Okay. Ja, ne? Das ist ein Ja. Okay, also ich starte. Müssen wir gleichzeitig antworten? Oder? Nein, nein, nein. Ich würde sagen, tatsächlich auch Ladies first. Wir gehen immer durch und starten mit einer ganz, also es geht wirklich nur, um einfach kurz ins Thema reinzufinden. Ping-Pong. Ping-Pong, genau. Dieses chinesische Wort sollte jeder kennen. Ihr Lieblingswort? Jianghu. Sagen Sie einen Satz dazu. Ich weiß, es gehört eigentlich nicht zum kurze Antwort, ja. Aber ich würde wenn wir im Gespräch sind, würde ich diesen Begriff noch weiter vorstellen. Das ist ein Begriff, der sehr starke kulturelle Konnotationen hat und an dem man die chinesische Kultur und chinesische Sprache sehr anschaulich mit ihren Eigenheiten darstellen kann. Okay, dann sind wir gespannt auf später. Herr Guder, dieses chinesische Wort sollte Ihrer Meinung nach jeder kennen?
Ich mache es mal ein bisschen einfacher und sage Djause. Das heißt für nicht super Native Speaker wie mich? Das sind Teigtaschen, in die man verschiedene Zutaten stecken kann, die es in verschiedenen Formen eigentlich auf der ganzen Welt gibt. Bei uns in Schwaben heißen sie Maultaschen, in Italien Ravioli, woanders Pelmeni, in Japan Gyoza. Und da hört man schon, das ist phonetisch verwandt mit dem chinesischen Jiaozi. Und das ist auch eine Spezialität in China, die auch ein Übersetzungsproblem darstellt, weil immer man sich fragen muss, ob man sie mit Maultaschen, mit chinesische Ravioli oder eben mit Jiaozi übersetzt. Ich wollte gerade sagen, die nächste Frage wäre eigentlich gewesen, dieses chinesische Wort hat mich am meisten Nerven beim Lernen oder Übersetzen gekostet. Das ist jetzt eigentlich schon so halb beantwortet von Ihrer Seite. Oder gibt es noch was anderes, was Sie gerne in die Runde werfen möchten? Also Nerven kostet fast jedes chinesische Wort, da im Grunde kein chinesisches Wort unser Gedächtnis an irgendwas erinnert, was wir aus der europäischen Kultur kennen. Jedes Wort muss separat mit einer völlig ungewohnten Lautfolge erworben werden. Und das führt immer zu Missverständnissen im Lernprozess, die einem dann immer besonders im Gedächtnis bleiben. Es können oft sehr schlichte Begriffe zu sehr großem Kopfzerbrechen führen, weil sie eben in ihrer Schlichtheit trotzdem ganz anders übersetzt werden müssen, um genauso zu funktionieren wie im Original. Also das ist gar nicht abhängig von der Komplexität von Begriffen. Ich will jetzt eigentlich direkt nachfragen, aber vielleicht hebe ich mir meine Nachfragen auch für später auf. Auch das schon relativ nah dran. Gibt es ein großes Sprachfettnäpfchen, in das Sie schon mal getreten sind, Frau Betz? Da haben Sie mich jetzt kalt erwischt. Andreas, hilf mir mal. Vielleicht fällt dir zuerst was ein. Also ich hätte zumindest ein kleines Fettnäpfchen, das mir passiert ist in meiner Zeit als Student, als ich chinesische Reisegruppen im Raum München durch die Gegend geführt habe, mit, sagen wir mal, eher mäßigen Chinesischkenntnissen. Aber es gab eben kaum Leute damals in den 90er Jahren. Und dann habe ich immer wieder offensichtlich aus Versehen gesagt, statt Sie können mich jederzeit fragen, Sie können mich jederzeit küssen. Ja, und das Ganze war letztlich, ist nur auf einen unterschiedlichen Ton zurückzuführen, weil ich eben statt when fragen, when küssen gesagt habe, bis mich irgendwann ein sehr netter taiwanischer Reisender darauf aufmerksam machte, dass er mich nicht küssen wolle, aber mir gerne eine Frage stellen würde. Ja, das ist natürlich ein ganz typisches Sprachnäpfchen, was mit der Lautung der chinesischen Sprache als Tonsprache zu tun hat. Man muss schon gut aufpassen, wie man ein Zeichen ausspricht, wobei man natürlich schon trotzdem verstanden wird, aber es führt eben, kann zu ungewollten Missverständnissen führen, also eben zu Lachern auf der Seite der Sprecher der Muttersprache. Ja, also okay, ich glaube, wir sind schon mittendrin in der Komplexität dieser Sprache. Vielleicht noch einen Ausblick. Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, sähe Chinesisch lernen in Deutschland in 10 Jahren so aus? Ist es die verrückte App? Ist es der chinesische Dauerübersetzung, die überall eingeblendet wird, oder die Augmented Reality, oder ist es einfach, was könnte das sein in 10 Jahren? Also mein Wunsch hat eher weniger mit virtuellem Lernen zu tun, sondern mit dem Wunsch nach einer sozusagen nach einer chinesischen Community, einem Ort in Deutschland, wo es die Möglichkeit einer totalen Immersion in chinesisches Leben gibt, wo man wirklich sagen kann, hier sind überall Leute beschäftigt, die Chinesisch als Muttersprache sprechen und die suggerieren einem so ein bisschen das Gefühl, in einer rein chinesischen Umgebung zu leben. In Amerika gibt es tatsächlich sowas an ein, zwei Universitäten und man könnte dann Sommerkurse sozusagen in einer halbwegs chinesischen Umgebung verbringen, ohne nach China fahren zu müssen, was ja im Moment nicht sehr einfach ist. Und das würde ich mir sehr wünschen, dass man da so eine Art Initiative fände, eine Art authentisches chinesisches Setting irgendwo in Europa zu entwickeln.
Am besten an der FU Berlin bei Ihnen. Da sehe ich wenig Chancen in Berlin, ehrlich gesagt. Ja. Das müsste irgendwie eher ein chinesisches Industrieunternehmen machen. Mein Wunsch geht auch nicht zu Tools, sondern eher dazu, ein wirklich angstbefreites Lernen zu haben, dass diese große Ehrfurcht, diese ängstliche Ehrfurcht vor dem Chinesischen abnimmt und das Chinesische, das ja sehr viele Sprecher hat weltweit, endlich als eine natürliche, ganz normale Sprache akzeptiert wird, die man genauso lernen kann, wie man Englisch lernen kann. Das ist jetzt natürlich die perfekte Rampe, um mal richtig tief einzutauchen und mal zu schauen, mit was setzen wir uns denn jetzt die nächsten Minuten auseinander. Also wenn man eben anfängt, diese komplexe Sprache, dieses Sprachsystem sich anzuschauen. Also tatsächlich, ist sage ich denn eigentlich Sprache oder ist es ein Sprachsystem? Weil es sind ja die chinesischen Sprachen. Vielleicht, Herr Guder, vielleicht erklären Sie uns einfach ganz kurz, was ist denn die chinesische Sprache und das Hochchinesisch und das Kantonesisch? Können Sie uns erstmal ein grobes Raster erstellen, an dem wir uns entlanghangeln können? Okay, also die Linguisten sprechen am liebsten von den sinitischen Sprachen. Das sind sozusagen chinesische Sprachen als eine Sprachfamilie, die mindestens so weit auseinanderliegen wie die romanischen Sprachen. Ich würde sogar sagen, eher weiter, und die gegenseitige Verständlichkeit ist nur in sehr geringen Dimensionen gegeben. Wir haben innerhalb dieser sinitischen Sprachen verschiedene Zweige. Meistens spricht man von 7 Zweigen, die vor allem sich in Südchina voneinander unterscheiden. In Nordchina hat sich das Chinesische relativ früh vereinheitlicht. Das hat auch mit der Geografie des Raumes zu tun. Nordchina ist eher flach und da vereinheitlicht sich Sprache schneller. Das haben wir in Norddeutschland ganz genauso. Da ist auch der Norden flach und der Süden eher dialektal. Ganz ähnlich ist das im chinesischen geografischen Raum. Im Süden haben sich eigene Sprachen gehalten, die, wie gesagt, gegenseitig nicht verständlich sind. Die bekannteste bei uns ist das Kantonesische, das vor allem in Hongkong sehr stark gepflegt wird, auch im Sinne einer gewissen Unabhängigkeitsbewegung von der Volksrepublik. Es gibt aber eben zahlreiche weitere Sprachen, die bei uns überhaupt nicht bekannt sind. Das sind die Min-Sprachen, die Wu-Sprachen, das Hakka, die auch deswegen bei uns nicht bekannt sind, weil sie keine standardisierte Verschriftlichung erfahren haben, sondern es in den meisten Jahrhunderten eine einheitliche chinesische Schriftsprache gab und wir in unserer Betrachtung des chinesischen Kulturraums ja traditionell uns sehr stark auf schriftliche Dokumente fixiert haben und eigentlich erst seit wenigen Jahrzehnten uns auch dermaßen intensiv mit gesprochenen Sprachen auseinandersetzen. Das Nordchinesische hat wegen seiner großen Sprecherzahl sich tatsächlich dann im 20. Jahrhundert durchgesetzt und ist heute in den Medien omnipräsent, wird offensichtlich, man sagt inzwischen, von 80% problemlos verstanden. Es sagen aber doch sehr wenige, dass es sich dabei um ihre Muttersprache handeln würde. Es ist also eine von China entwickelte Kunstsprache in einer gewissen Weise, die aber alle Medien, Fernsehen, Filme und auch die Literatur beherrscht. Und diese Sprache wird im englischen Raum als Mandarin bezeichnet, was wiederum ein recht anachronistischer Ausdruck ist, aber er hat sich bis heute gehalten. Aber das heißt, wenn wir jetzt heute hier von Chinesisch sprechen, sprechen wir quasi von Hochchinesisch, und das ist quasi auch das, was Sie beide gelernt haben und übersetzen. Okay. Ja, ich würde da gerne noch anfügen, dass das hat Andreas jetzt gerade vergessen. Im Chinesischen sind eben Laut- und Schriftsystem getrennt. Das heißt, die Schrift ist immer gleich. Das sind unterschiedliche, zum Teil sehr starke Dialekte, aber die Schriftzeichen sind jeweils immer gleich. Ob der Text von einem kantonesischen oder von einem hochchinesischen Sprecher geschrieben ist, es sind immer die gleichen Schriftzeichen. Das heißt, ich kann einen Text unabhängig von der gesprochenen Sprache, vom gesprochenen Dialekt übersetzen. Also das heißt, ich könnte, wenn ich Hochchinesisch könnte, dann könnte ich einen kantonesischen Text verstehen, ich könnte ihn aber nicht sprechen und ich könnte auch mein Gegenüber nicht verstehen, wenn es mit mir kantonesisch spricht, richtig? Das ist richtig. Es gibt natürlich Eigenarten der kantonesischen Sprache, das sicher, aber grundsätzlich ist das so. Okay, und was ist,
Wir hatten jetzt schon so oft die Komplexität. Warum ist denn diese Sprache so komplex? Was zeichnet die denn aus? Robert, Sie lachen schon so. Nun ja, zum einen, wie ich eben sagte, also die Trennung von Laut- und Schriftsystem ist etwas, was wir in europäischen Sprachen eben nicht kennen. Und das ist auch etwas, mit dem man in der Literatur zum Beispiel spielen kann, dass der Gleichklang bestimmter Schriftzeichen oder beziehungsweise, dass es im Chinesischen sehr viel gleiche Lautungen gibt, sehr viel Homophone, sehr, sehr viele Schriftzeichen, die alle I ausgesprochen werden zum Beispiel in verschiedenen Tönen. Dahinter stehen aber verschiedene Schriftzeichen. Damit kann man gegebenenfalls auch in der Literatur Wortspiele machen. Damit muss ich umgehen, auch beim Übersetzen oder auch einfach bei Witzen in der gesprochenen Sprache. Damit kann man wunderbar spielen. Und dann sind natürlich die chinesischen Schriftzeichen selbst ein komplexes System, vor dem auch viele Lernende großen Respekt haben und Furcht haben. Und vielleicht möchte Andreas Guder was dazu sagen zum Lernen von chinesischen Schriftzeichen. Ja, vielleicht, wenn ich da ganz kurz reingrätschen darf, würde ich die Schriftzeichen, weil das ist ja noch ein ganz eigener Abschnitt für sich, nochmal zur Seite nehmen und nochmal auf die Sprache selber, weil es gibt ja beispielsweise keine Vergangenheit. Also das ist ja erstmal, wenn man aus dieser romanischen Sprache denkt, kommt erstmal überraschend, ne? Also wie funktioniert es denn, wenn man keine Tempi hat? Wie kann man denn überhaupt darstellen, was ist heute, was ist morgen, was ist gestern? Soll ich? Ja, also gerne. Wir haben ganz viele linguistische Dimensionen, in denen sich das Chinesische fundamental von europäischen Sprachen unterscheidet. Und in all diesen Dimensionen ist Chinesisch im Grunde eine distante Fremdsprache zu europäischen Sprachen. Das heißt, wir haben sehr viele Features, die wir nicht so kennen. Und das, was Sie gerade angesprochen haben, ist eins dieser typischen Feature. Es gibt überhaupt kein Tempussystem. Das heißt, ich kann benutze andere sprachliche Mittel, um zeitliche Zusammenhänge auszudrücken. Das Einleuchtendste sind Zeitadverbien. Ja, wenn ich sage gestern oder letzte Woche, dann ist für den Hörer schon mal völlig klar, ich spreche jetzt von der Vergangenheit. Wenn ich aber eine längere Aussage mit gestern anfange, dann muss ich für den Rest meiner Aussage nicht mehr ständig darauf hinweisen, dass ich in der Vergangenheit spreche, sondern mit der Einführung gestern ist dem Zuhörer hoffentlich klar, dass alles, was ich jetzt erzähle, gestern stattfindet. Es sei denn, ich setze ein neues Zeitadverb ein. Und dann gibt es andere Möglichkeiten, sogenannte Aspektualität auszudrücken. Das gibt es zum Beispiel im Russischen auch. Sie haben Aspektpartikeln von Abgeschlossenheit, dass eine Handlung abgeschlossen ist, was nicht automatisch Vergangenheit bedeutet. Sie können auch in der Zukunft eine Handlung abschließen. Sie können eine Erfahrung gemacht haben. Sie können die Dauerhaftigkeit eines Zustands ausdrücken. Dazu gibt es Aspektmarker, die zum Beispiel dann die Verben als solche zumindest kennzeichnen. Das weitaus größere Problem ist aus meiner Sicht, dass es oft gar keine eindeutigen Wortarten gibt, beziehungsweise die Wortarten erst im Übersetzungsprozess oder in einem Zuschreibungsprozess entstehen. Im Chinesischen kann das gleiche Wort mal als Verb und mal als Substantiv benutzt werden. Und es gibt andere Wörter, die sind manchmal präpositional und manchmal verbal verwendet. Und ich muss aus dem Kontext der umgebenden Wörter schließen, in welcher Weise ich das jetzt hier zu betrachten habe. Und auch dieses komplette Fehlen von Wortarten und von Flexionen macht Chinesisch zu einer isolierenden Sprache, die entsprechend andere Mittel benötigt, um sich exakt ausdrücken zu können. Also zum Beispiel solche Aspektpartikel, dann gibt es relativ strenge Syntaxregeln. Ja, ich darf zum Beispiel also das Verb nur an bestimmten Stellen einsetzen. Ich muss darauf achten, dass ich eine Zeitdauer an einem anderen Punkt einsetze als den Zeitpunkt. Und da gibt es sozusagen einige syntaktische Regeln, die, ja, aber ich würde sagen, nicht mehr als 10 oder 12 sind. Und wenn ich die beherrsche, dann tue ich mir schon etwas leichter. Und das allergrößte Problem ist das, was ich schon angesprochen habe, dass keines der Wörter uns an irgendwelche europäischen Begriffe denken lässt, sondern selbst vermeintliche Internationalismen wie Politik oder der Mars oder so im Chinesischen vollkommen anders klingen
und ich daher mich niemals an irgendwelchen Ausdrücken festhalten kann, was mir zum Beispiel so gehen würde, wenn ich Polnisch höre oder Türkisch. Ab und zu habe ich Wörter, die kenne ich, weil sie auf einer internationalen oder sagen wir mal europäisch basierten Sprachfamilie oder Sprachkultur basieren. Selbst im Türkischen kann ich das ab und zu finden, aber im Chinesischen so gut wie gar nicht. Apropos okay, Ausdrücke. Darf ich noch was ergänzen? Ja, also das beginnt schon bei den Eigennamen, dass eben Eigennamen, wenn man sie übersetzt aus dem Englischen ins Deutsche, so von eins zu eins übernommen werden können, sofort wiederzuerkennen sind. Im Chinesischen werden alle Eigennamen, auch europäische, in chinesischen Schriftzeichen lautmalerisch wiedergegeben. Das heißt, ich muss diese Eigennamen auch erkennen können, denn sie ähneln vielleicht nur bedingt der tatsächlichen europäischen Aussprache. Wenn ich ihn sage, einen bekannten Komponisten nenne, der auf Chinesisch Bei Duofen heißt, dann können Sie vielleicht jetzt raten, dass es sich um Beethoven handelt, aber und das ist auch relativ leicht wiederzuerkennen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Namen habe, die Namen von Personen, die nicht bekannt sind, die ich auch nicht ergoogeln kann, dann muss ich eben selbst sehen, was mache ich da für einen Namen draus. Also das führt uns schon sehr weit ins Übersetzen. Beim Übersetzen erkennt man eben auch am schnellsten bei den Übersetzungsbeispielen die Komplexität der chinesischen Sprache. Keine Deklination, keine Konjugation, während wir im Deutschen Präzision brauchen. Genau, um nochmal bei einigen einzelnen Ausdrücken zu bleiben, würde ich gerne noch eine Publikumsfrage kurz einstreuen zwischendurch. Denn Asuka fragt, sie schreibt, ich bin Japanerin und ich höre im Deutschen oft japanische Wörter wie Kamikaze, Karoshi etc. Frau Betsy sprechen ja auch Japanisch. Und Frau Asuka möchte gerne wissen, gibt es denn chinesische Wörter, die auch im Deutschen benutzt werden? Dao zum Beispiel oder Qi, Qigong, Taiji Chuan. Das ist ja auch recht populär inzwischen, sodass sehr viele Menschen sich auch etwas darunter vorstellen können. Das Dao als philosophischer Begriff ist gut, ist ja interpretierfähig und nötig, aber ist eben ein Begriff, den man kennt zum Beispiel. Wir sprechen auch von Yin und Yang. Auch das sind chinesische Grundbegriffe. Handelt sich meistens um Begriffe, für die es eben in europäischen Sprachen keine Begrifflichkeit gibt und die deswegen aus dem Chinesischen direkt übersetzt, übertragen werden. Das ist ja auch bei japanischen Lehnwörtern oft so, dass sie im Japanischen eine bestimmte Konnotationen haben und dann über diese japanische Form eingewandert sind. Ja, danke. Ilka Wassmann ergänzt noch Feng Shui, das ist natürlich auch ein chinesisches Wort. Super. Also wir haben tolle Teilnehmende, die mitten dabei sind, das finde ich sehr gut. Herr Guder, Sie haben auch ein Bild mitgebracht, wo man nochmal sehen kann, auch so zum Thema Lernen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, hatte schon viel Respekt, ich habe jetzt noch viel mehr Respekt, diese Sprache zu lernen. Also wie lange bräuchte ich denn, wenn ich quasi einfach auf die Ebene, ich möchte so Smalltalk machen, ich möchte sagen, schönes Wetter heute, geht's Ihnen gut, heißt Ihr Hund? Wie heißt Ihr Hund? Also wie lange oder Ihre Katze, wie lange würde ich denn dafür brauchen, wenn ich mir jetzt Mühe gebe? Ich glaube, wenn Sie sich Mühe geben, haben Sie das in ein paar Wochen gelernt. Denn Chinesisch hat ja auch eine Menge Vorteile. Eben dadurch, dass man keine Deklinationen und Konjugationen beachten muss, muss ich wirklich nur Wörter lernen. Und ich muss vielleicht auch Kollokationen lernen. Das heißt, ich muss lernen, welches Verb wird mit welchem Objekt verknüpft. Denn wenn ich das anders mache als der Muttersprachler, ist die Missverstehensgefahr relativ hoch. Ich muss mir aber zunächst mal dann über das Lernziel klar werden. Die erste Entscheidung, die ich möglichst früh vielleicht treffen muss, ist, will ich auch Schriftzeichen lernen oder verzichte ich darauf? Das, was Sie gerade gesagt haben, das können Sie ja ohne Schriftzeichen lernen. Sie brauchen nur eine alphabetische Transkription und dann steht das vor Ihnen in den Ihnen vertrauten lateinischen Buchstaben, deren Aussprache Sie sich aneignen müssen. Das ist aber deutlich einfacher als englische oder französische Rechtschreibung. Und das ist das berühmte Pinyin, richtig? Das ist das Pinyin. Und wenn Sie dieses Pinyin lernen, können Sie damit Wörter und Wortschatz für eine Allgemeinkonversation lernen. Und ich würde sagen,
Man kann theoretisch Grundstufenkurse bis auf Niveau B1 auch auf diese Weise durchführen. Ein zentrales, würde ich sagen, kulturelles Problem besteht aber darin, dass vor allem chinesische muttersprachliche Lehrende nicht bereit sind, auf die Schriftzeichen zu verzichten, weil sie sagen, wir wollen ja keine Menschen ausbilden, die nicht lesen und schreiben können. Das sind ja ungebildete Sprecher des Chinesischen. Wir wollen, dass die auch lesen und schreiben können. Und deshalb gibt es in den meisten Unterrichtskontexten nach wie vor die Erwartung, dass sie das alles auch lesen und am besten auch noch von Hand schreiben können. Und das verzögert natürlich den Spracherwerb ungemein, wenn man das so aufzieht. Bei uns in den Sinologiestudiengängen und auch bei Chinesisch als Schulfach, da wird das so gemacht. Wir wollen natürlich auch, dass Lesen und Schreiben Teil des Chinesischunterrichts ist. Aber wenn Sie jetzt sagen, ich gehe nach China, ich weiß, dass ich es nicht schaffen werde, 3000 Schriftzeichen zu lernen, ich möchte aber mit den Menschen reden können, dann würde ich sagen, brauchen Sie ein Kurskonzept, das auf der Basis von Pinyin Ihnen tatsächlich Chinesisch möglichst schnell als gesprochene Sprache nahebringt. Das ist aber ein relativ ungewöhnliches Konzept. Es gibt in China einige Schulen, die das gezielt so machen für die Expats. In Deutschland gibt es einzelne Kursangebote, die auch in diese Richtung gehen, aber das ist tatsächlich eher ungewöhnlich, was auch wiederum damit zu tun hat, dass eben in China Sprache und Schrift kulturell ganz eng als miteinander verflochten betrachtet werden. Ich würde genau aus diesem Grund auch hier Einspruch erheben, denn ich finde es kein gutes Konzept, Chinesisch mit Pinyin zu lernen, weil gerade die Schrift im Chinesischen eine große kulturelle Bedeutung hat. Und wie ich gerade sagte, es gibt eben sehr viele Schriftzeichen, die gleich ausgesprochen werden, aber eine andere Bedeutung haben. Und man bleibt dann als Lernender doch immer ein großes Stück dümmer als die Muttersprache da und ist immer in einem starken kulturellen Nachteil, den man nur aufholen kann, wenn man auch die Schriftzeichen kennt. Wollen wir mal uns ein Schriftzeichen anschauen? Frau Betz, Sie haben ja eins mitgebracht. Das wäre einfach nochmal gemeinsam. Zwei. Einen ganzen Begriff habe ich mitgebracht. Einen meiner Lieblingsbegriffe. Es tut mir leid, ich habe schon oft häufiger über diesen Begriff auch geschrieben und geredet. Sagen Sie uns doch genau, vielleicht erklären Sie uns einfach, was die verschiedenen Abschnitte bedeuten. Wir haben hier dreimal denselben Begriff, und zwar Jianghu, dieses Schriftzeichen, also nehmen wir mal hier die moderne Druckschrift. Das erste Zeichen wird Jiang gelesen, das zweite wird Hu gelesen. Diese beiden Schriftzeichen haben etwas gemeinsam, was Sie hier auch deutlich sehen können, diese drei Punkte links. Diese drei Punkte sind das sogenannte Radikal-Wurzelzeichen, dieses Schriftzeichen. Sehr komplex, aber danach wird es im Wörterbuch eingeordnet, wird auffindbar. Es gibt 214 solcher Grundzeichen, Wurzelzeichen. Eben, und das ist das Zeichen Wasser. Das hier einfach mit drei Punkten, das heißt auch Sandenshui, drei Tropfen Wasser, wiedergegeben wird. Sie sehen, das hier ist die Form auf der ganz linken Seite, ist die Form, die diese Schriftzeichen vor etwa 3.000 bis 4.000 Jahren auf im sogenannten Orakelknochen in Schriften, also die ältesten Funde der chinesischen Schrift, gehabt haben. Hier ist der linke Teil noch deutlicher als Wasser zu erkennen. Also wenn man es weiß, erkennt man es. Das ist kein Bild, sondern ein Abstraktum, also ein Fluss, seine Wellen, die hier dargestellt werden, die heute nur noch drei Punkte sind. In der Mitte sehen Sie dieselben beiden Schriftzeichen als Kalligraphie, in kalligraphischer Schreibschrift. Zur Bedeutung der Zeichen. Das obere Zeichen, Jiang, bedeutet Fluss. Das untere, Hu, bedeutet See. Also Fluss und See. Allerdings, wenn wir diesen Zeichen in Literatur begegnen, bedeutet es so gut in dieser Kombination so gut wie nie Fluss und See, also Gewässer. Kann es auch bedeuten, sondern es steht für eine ganze Welt, und zwar die Welt
zum Beispiel eine Welt, die außerhalb der Gesellschaft spielt, eine Welt von zum Beispiel Kung-Fu-Kämpfern. Daher habe ich diesen Begriff in einem Roman, den ich übersetzt habe, kommt da ständig vor, eine eigene Welt von Outlaws. Und so bezeichnet man generell im Chinesischen alles, was Outlaws sind. Also auch Gangsterbanden oder alles, was so außerhalb der Gesellschaft steht, als Jianghu. Also ein sehr stark kulturell geprägter Begriff, bei dem es also nichts nützt, wenn wir die einzelnen Schriftzeichen kennen. Ist das also nachvollziehbar? Also es ist nachvollziehbar, aber es scheint tatsächlich wahnsinnig komplex. Wenn ich jetzt anfangen möchte, gibt es denn dann auch so eine Grundausstattung an, also wie geht man denn vor mit jemandem, der quasi, also gibt es ein Grundzeichen vielleicht, was man als allererstes lernt oder so? Oder wie ist da der Weg sozusagen? Vielleicht möchte das Andreas Guder beantworten oder sonst. Wie unterrichtet man Chinesisch? Also da gibt es verschiedene Konzepte. Wenn man bei den Schriftzeichen anfängt, fängt man damit an, dass man das einfache Sätze wie heißt du oder wie geht's eben aufschreibt und dann genau diese Schriftzeichen lernt. Aber zuerst muss man lernen, in welcher Reihenfolge die einzelnen Striche, das sind ja Striche, auch in unterschiedlicher Länge und Kürze, aus denen jedes Zeichen besteht, wie man das überhaupt schreibt. Und da beginnt man dann bei ganz einfachen Schriftzeichen, um das zu demonstrieren und zu üben. Und das würde ich wahrscheinlich nicht in 2 bis 3 Wochen schaffen, die also einen Einkaufszettel schreiben. Wie lange bräuchte ich denn dafür? Oh, da sehe ich schon das Kopfschütteln. Ja, damit kommen wir genau in das Problem. Im Grunde haben die meisten Wörter ja eigene Schriftzeichen. Die meisten chinesischen Wörter setzen sich aus 2 Zeichen zusammen, so wie wir das hier bei Jianghu sehen. Aber wenn ich einen Einkaufszettel auf Chinesisch schreibe, was ich glaube, was sie niemals tun würden, weil sie haben ja eine andere Sprache, um für sich selbst Notizen zu machen. Aber um zu wissen, wie man Zahnbürste und Waschmittel schreibt, brauchen sie natürlich ganz gezielt ganz bestimmte Vokabeln und müssen letztlich zu jedem Morphem und zu jedem Wort die dazugehörigen Schriftzeichen eigens lernen. Und natürlich gibt es grafische Elemente, die häufiger auftauchen, wie hier zum Beispiel das Wasser. Das können auch unsere Studenten wissen schon nach 3 Wochen, das ist das Wasser. Aber es gibt eben auch an die 1000 solche Einzelelemente. Und man könnte jetzt an einer Schriftzeichendidaktik überlegen, die vom Häufigen ins Seltene geht, aber die würde ja wiederum dazu führen, dass ich die einfachsten Alltagssätze nicht schreiben kann, weil ich da möglicherweise wieder ganz andere Wörter brauche. Das heißt, der übliche chinesische Unterricht geht zunächst mal nach der gesprochenen Sprache und versucht relativ schnell Schriftzeichendidaktik und Sprachdidaktik zusammenzuführen und das entsprechende Schriftzeichen gleich dazu zu didaktisieren. Und traditionell natürlich auch noch, sie zu unterrichten, wie sie das von Hand schreiben. Das wird in den nächsten 10 Jahren eine zunehmende Diskussion werden, wie weit wir es uns angesichts unserer immer schnelleren Zeit noch leisten können, jedes Schriftzeichen von Hand schreiben zu wollen, wenn wir am Computer selbst das auch letztlich über das Pinyin-Alphabet eingeben und das Zeichen nur erkennen müssen. Ich spreche daher gern von der rezeptiven Schriftzeichenkompetenz, mit der ich bereits am Computer schreiben kann, und der aktiven, produktiven Schriftzeichenkompetenz, die von mir, und das erwartet die chinesische Umwelt natürlich eigentlich, erwartet, dass das auch von Hand zu Papier gebracht werden kann. Auch da haben wir es mit einem Aspekt zu tun, den wir so aus der Fremdsprachendidaktik europäischer Sprachen natürlich überhaupt nicht kennen und der enorm zusätzlich Zeit verbraucht. Wir haben vor 2 Jahren eine Befragung aller Chinesischlehrer an Schulen gemacht, wie viel Zeit sie für Schriftzeichendidaktik und Schreiben aufwenden im ersten Lernjahr. Und das waren 30-40% der Zeit, die natürlich dann abgehen von dem, was wir in anderen Sprachen relativ schnell zu Papier bringen können. Und die auch davon abgehen, auch etwas über China zu erzählen. Denn in meinen Augen macht das Fach Chinesisch überhaupt keinen Sinn, wenn ich es nicht kulturell kontextualisiere und auch vieles zur chinesischen Geschichte und zur chinesischen Kultur in den Unterricht mit einbringe, was ich wiederum natürlich auf Deutsch machen muss,
um die Sprache nicht vollkommen blutleer bleiben zu lassen. Auch das ist was, womit wir uns in der Fachdidaktik Chinesisch beschäftigen. Ich glaube, Sie haben uns da auch eine Folie zu mitgebracht, zu den, wie viel Zeichen man braucht, wenn ich mich nicht total täusche. Weil wenn Sie jetzt teilen, vielleicht würde das funktionieren und Sie gleich übernehmen. Also vielleicht noch so eine grundlegende Frage. Also wie viele Zeichen gibt es denn überhaupt und wie viele bräuchte ich für meinen ersten Kontakt in der Welt da draußen? Also man liest immer ganz gerne, es gibt 80.000 Zeichen. Und ich habe hinter mir hier ein Wörterbuch stehen, da stehen die auch alle drin. Wenn man sich das Wörterbuch genauer anschaut, steht da etwa bei der Hälfte der Zeichen Bedeutung unbekannt. Das heißt, die sind irgendwann in der jahrtausendealten Geschichte der chinesischen Schrift irgendwo aufgetaucht und wir wissen bis heute nicht, was der eigentliche Sinn dieses Zeichens ist. Im modernen Chinesisch, wenn wir uns jetzt zum Beispiel den Zeichenapparat der Volksrepublik China anschauen, dann gibt es da 7000 Tungyongzi. Und diese 7000 Zeichen stellen letztlich den Wortschatz dar, den ein hochgebildeter Chinese hat. Auch das ist aber schon sehr, sehr viel. Und ich würde sagen, eine weitere Grenze sind die sogenannten 3500 Changyongzi, die häufig gebrauchten Zeichen. Die entsprechen in etwa der chinesischen Schulbildung der ersten 6 bis 8 Schuljahre. 3500. Und ich würde sagen, wenn wir ehrlich sind, erlernt man im Sinologiestudium weniger als das. Wir kommen nicht auf das Niveau von einem chinesischen Abiturienten mit unseren Schriftzeichen, sondern wir sind bei 2.000 bis 3.000, wenn wir das Studium abschließen. Und das heißt, und eine weitere Zahl, die ich dann auch immer noch gerne nenne, ist, wir gehen heute davon aus, dass etwa bei 1.500 eine Schwelle überschritten wird, die ich gerne vom Entziffern zum Lesen nenne. Das heißt, wenn ich 1500 Zeichen kenne und einigermaßen auch die Bedeutung zuordnen kann und weiß, wie sie in der Sprache funktionieren, dann kann ich authentische Texte lesen, ohne dass ich ständig erst ein Zeichen nachgucken muss. Dann ist mir der allergrößte Teil, über 98% der Zeichen bekannt und mein Lesegehirn schaltet dann allmählich in einen anderen Modus um. Nämlich, dass ich den Satz als Ganzes lese und mich nicht von Zeichen zu Zeichen durchstopsele. Wir würden sagen, dass bei uns kommt das so nach dem dritten Semester. Dann fangen unsere Studierenden an, Texte so zu lesen, wie wir uns Leseprozesse eigentlich vorstellen. Okay, ich brauche jetzt kurz irgendwas Motivierendes. Ich hätte da vielleicht noch ein paar Zuschauer. Super. Fragen, Frau Leifert, denn unsere Teilnehmer fragen sich nämlich auch, welche Schwierigkeiten diese ja sehr komplexe Sprache auch für die Muttersprachler denn darstellt. Einerseits wurden wir gerade schon darauf aufmerksam gemacht, gibt es in China ja mehrere 100 Millionen Analphabeten. Andererseits schreibt Sophie Schlünz, sie hat in einem Interview gesehen, dass chinesische junge Erwachsene meinten, sie könnten manche Wörter nur noch mit dem Smartphone, also mittels Tastatur schreiben, aber handschriftlich wissen sie eben gar nicht mehr, wie das funktioniert. Also vielleicht können Sie ein bisschen darüber erzählen, wie das sich denn für die Chinesen gestaltet, die ja diese ganzen Zeichen auch lernen müssen. Nun, die Chinesen haben... Karin, willst du? Ja. Ich wollte nur sagen, das Letzteres, das geht mir auch so. Also sehr viele Schriftzeichen, die ich mal schreiben konnte, kann ich nicht mehr schreiben, manchmal auch ganz einfache Zeichen. Da geht es mir wie den Muttersprachlern, dass man eben dadurch, dass man die Zeichen nicht mehr mit der Hand schreibt, verlernt, sie zu schreiben oder dass einem nicht mehr alles einfällt. Also ich bin da sicher schlechter als die Muttersprachler, denen geht es nicht ganz so häufig, so wie wir dabei. Die haben auch den Vorteil, dass sie die Sprache doch etwas länger gelernt haben und ständig von ihr umgeben sind. Aber das ist das, was Andreas Guder vorhin beschrieben hat, dass man eben das aktive Zeichenschreiben nach und nach in den Hintergrund tritt, weil man kann Schriftzeichen über die Pinyin-Umschrift über die Lautschrift in den Computer eingeben und der Computer wandelt das dann in ein Schriftzeichen um. Also man muss das dann sehr häufig noch aussuchen. Aber jetzt gewöhnliche Sätze, Begriffe, sag ich mal, kann man auch schon ein Stück weit so runterschreiben und es wird richtig umgewandelt. Ich würde das Ganze noch erweitern dahingehend, dass es dieses Phänomen auch vor dem digitalen Zeitalter gegeben hat.
Wer nicht viel schrieb, hat die Zeichen wieder vergessen. Das ist ja ganz klar. Und wenn ich in meinem Alltag in erster Linie mich um meinen landwirtschaftlichen Betrieb kümmern muss, muss ich relativ selten vielleicht Dinge schreiben und dann verlerne ich das Schreiben auch relativ schnell wieder. Man muss die ganze Zeit dranbleiben und wenn das nicht passiert, dann vergisst man die Zeichen zunächst, wie sie von Hand geschrieben werden, vielleicht im fortgeschrittenen Stadium auch, wie sie digital aussehen, wenn ich sie nur abrufen muss. Das mit der Analphabetenquote, ich benutze das Wort nicht gern, denn China hat kein Alphabet, ich sage lieber mit der Illiteralitätsquote, ist eher eine alte Zahl. Wir wissen heute, dass 95% der erwachsenen Chinesen völlig problemlos lesen und schreiben können, dass das Bildungssystem dort sehr große Erfolge gezeitigt hat. Die Schulpflicht ist grundsätzlich durchgesetzt. Und das führt eigentlich dazu, dass junge Chinesen vermutlich mit 16 bis 18 den größten Zeichenschatz haben und nur die, die dann weiter auf eine Universität gehen, möglicherweise auch ihren Zeichenschatz noch mehr erweitern. Dazu kann man noch ergänzen, dass in Taiwan die Literalitätsquote noch höher ist, dass also die Kurzzeichenreform, die die Volksrepublik China in den 60er Jahren aufgrund oder mit dem Ziel der Verbesserung der Illiteralitätsquote eingeführt hat, letztlich nicht der entscheidende Faktor gewesen ist, sondern der entscheidende Faktor ist wirklich ein gut strukturiertes und durchgezogenes Bildungssystem, was die Volksrepublik China inzwischen auch hat und damit auch ihre Literalitätsquote erreicht hat, die eigentlich genauso ist wie bei uns. Ein interessanter Gedanke, den man natürlich weiterspinnen kann, ist, was bedeutet es für das menschliche Gehirn, wenn es in seinen frühen Lebensjahren, 1. bis 6. Klasse, 3000 Schriftzeichen hochgradig repetitiv lernen muss? Da werden ganz bestimmte Gehirnregionen besonders stimuliert, würde ich sagen, und andere vielleicht weniger. Das ist ein sehr spannendes Thema, mit dem sich die Neurowissenschaftler schon beginnen zu beschäftigen. Und gibt es da schon irgendwelche Ideen, also was da besonders gefördert wird und was vielleicht vernachlässigt wird oder werden könnte? Also ich will mich da nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Ich bin da überhaupt kein Fachmann dafür. Aber wir können ja feststellen, dass unsere Kinder bereits mit 8 Jahren eigene Geschichten schreiben können. In schlechter Rechtschreibung, aber sie haben die graphemischen Mittel dafür. Sie können jedes Wort, was sie denken, auch sofort hinschreiben. Chinesische Kinder haben das nicht. Die können nicht in der Weise mit 8 Jahren kreativ schreiben, wie wir das können. Möglicherweise führen die Smartphones dazu, dass sie das können, weil sie dann eher über die Pinyin-Tastatur die Dinge aufrufen können. Insofern könnte es sein, dass die Digitalisierung des Chinesischen auch die Kreativität befördert hat, was ein interessanter Gedanke ist, weil bei uns ja eigentlich eher eine gegenteilige These aufgestellt wird. Das heißt, da erwartet uns auch eine große sprachliche Veränderung oder vermutlich, mal schauen, was passiert, je digitaler wir alle und unsere Welt werden. Ich würde, wenn es für Sie in Ordnung ist, gerne jetzt noch, weil wir ja eine Übersetzungskönigin, möchte ich fast sagen, unter uns haben, gerne nochmal auf einen Blick werfen auf das spannende Feld, diese Sprache in unsere Sprache hinüberzubringen. Es gibt ein wahnsinniges, schönes Zitat, Frau Betz, von Ihnen. Das würde ich gerne kurz vorlesen. Sie haben mal geschrieben, Übersetzerinnenarbeit eben. Es ist immer dasselbe. Man glaubt, so viel zu wissen, die Fremde, die eigene Sprache gut zu kennen und weiß doch nichts, bevor man es übersetzen muss. Also, was sehen Sie als Hauptherausforderung, aus dem Chinesischen heraus zu übersetzen? Es gibt viele Herausforderungen, aber das Wichtigste ist, sich klarzumachen, was heißt eigentlich übersetzen, in meinem Fall Literatur übersetzen. Also ich muss dazu auch einspringen, wenn ich jetzt über Übersetzung rede, rede ich davon, Literatur zu übersetzen. Das heißt, Literatur übersetzen heißt Literatur schaffen in meiner eigenen Sprache. Und das ist das Problem, das ist aber auch die schöne Herausforderung bei dem Ganzen. Und der Knackpunkt, es genügt nicht, super Chinesisch zu können, um Chinesisch übersetzen zu können. Ich brauche vor allem Literatursprache auf Deutsch. Ich muss mich in
sehr vielen Stilregistern auskennen. Ich muss sehr viel gelesen haben und ständig lesen auf Deutsch. Und zwar nicht alte, neue Literatur, alles, auf alle Genres. Ich soll da ja einen Roman draus machen, der auf Deutsch funktioniert. Und das mag einfach klingen, aber dafür gilt es natürlich, sich von diesen Eigenheiten, die wir ja eben ausführlich beschrieben haben, einer ganz anderen Syntax im Chinesischen, im Deutschen, lösen zu können. Ja, sich frei zu machen und eben Bedeutung zu übersetzen und nicht einzelne Wörter zu übersetzen, denn das führt nicht sehr weit. Wir übersetzen ja auch, also es ist sehr häufig, es besteht sehr häufig dieser Irrtum oder wird gerne gesagt, ich bleibe nah am Ausgangstext. Ja, was heißt das? Woran bleibe ich nah? An den Schriftzeichen, an der Aussprache, an jedem einzelnen Zeichen, an einem einzelnen Begriffspaar. Woran ich nah bleiben muss, ist die Bedeutung. Denn ich übersetze ja, was da steht. Ich übersetze ja auch, also um ein simples Beispiel zu nennen, was eben das anschaulich macht aus dem Englischen. Ich übersetze how are you ja auch nicht mit wie bist du. Richtig? Oder übersetzen Sie das so? Ne? Ja. Das übersetzen Sie nicht so. Das muss ich den Leuten oft mal sagen. Sie sagen, das ist doch im Chinesischen genauso. Natürlich übersetze ich nicht die einzelnen Worte, wie sie dastehen, sondern ich übersetze es so in idiomatisches Deutsch. Und das ist bei simplen Beispielen ganz klar, aber häufig fehlt dann auch so der letzte Schritt, und es wird häufig gar nicht wahrgenommen, dass der Schritt zu einem natürlichen Deutsch noch nicht da ist. Ich sage Ihnen mal ein anderes Beispiel aus einer ganz frühen Übersetzung zu mir. Das war auch von mir auch eine rohe Übersetzung. Da stand da noch der Schauspieler, ahmte die Töne von Tieren nach. Fällt Ihnen an diesem Satz was auf? Frage ich Sie jetzt mal, Frau Leipert. Der Schauspieler ahmte die Töne von Tieren nach. Bitte? Er klingt jetzt nicht wahnsinnig, er fließt jetzt nicht so dahin, aber ich wäre jetzt, glaube ich, nicht drüber gestolpert. Mhm. Stolpert jemand anders über diesen Satz? Andreas, ja. Tiere machen keine Töne, sondern Laute. Und dass die natürliche Übersetzung hier, die einzig richtige, das ist ja auch ein schlichter Satz, wäre, der Schauspieler ahmte Tierlaute nach. Die Töne von Tieren, das ist unmögliches Deutsch. Es fällt auch den Lesern oft nicht auf, wenn es erstmal so dasteht. Das ist auch das Problem. Also ich wundere mich häufig, dass es auch Lektoren, die ja Profis der Sprache sein sollten, also das sind die beim Verlag, da eigentlich nochmal drüber schauen sollen, auch über Übersetzungen, Originalliteratur, dass sie das oft nicht merken und gerade beim Chinesischen nicht, im Englischen schon, aber beim Chinesischen herrscht dann so eine seltsame Angst, falsche Hochachtung vor den Übersetzer, die dazu führt, dass in chinesischen Übersetzungen häufig solche Sachen stehen bleiben, über die man zwar drüber hinweglesen kann, die fallen den Lesern oft nicht auf, so wie es Ihnen nicht aufgefallen ist, Frau Leibert, die aber dazu führt, dass irgendwie ein Widerstand bleibt, dass man sich der Übersetzung nicht wirklich anvertraut, ohne dass das ein bewusster Reflexionsprozess wäre, aber man merkt, das ist komisch, das ist fremd. Und das lastet man dann der chinesischen Literatur an. Stimmt nicht, das ist die Übersetzung. Und aber Frau Betz, wo Sie gerade schon mitten in Ihrer Arbeit sind, möchte ich ganz schnell eine Frage einwerfen von Cheng. Sie fragt, gerade in den letzten Jahrzehnten erlebte die chinesische Sprache ja auch selbst eine rasante und ständige Entwicklung. Wie schaffen Sie es als Übersetzerin, das überhaupt alles mitzuverfolgen?
Indem ich es übersetze, also ganz einfach. Ich weiß jetzt nicht genau, was mit dieser Entwicklung gemeint ist. Auch für mich ist natürlich, da ich ins Deutsche übersetze, ist die Entwicklung meiner eigenen Sprache ja ganz wichtig, die Sprache, in die ich übersetze. Das heißt, dass ich durchaus auch Literatur lese, die mich nicht unbedingt prioritär interessiert, sondern ich lese sie als ein bisschen als Pflichtprogramm, damit ich schaue, wie wird eigentlich aktuell geschrieben oder wie sprechen Jugendliche in einem Jugendroman eigentlich, wie bestimmte Genres, ich habe ja auch viel Genre-Literatur übersetzt, Science-Fiction-Romane haben einen ganz bestimmten Sound. Um den gut übersetzen zu können, muss ich Science-Fiction-Romane gelesen haben. Ich muss wissen, wie sprechen die Leute da? Also ich schaue mir auch, als ich jetzt die Drei-Sonnen-Trilogie, zwei lange Bände davon übersetzt habe, habe ich mir auch noch jede Menge Star Trek-Folgen angeschaut, um eben nochmal zu hören, wie reden die da miteinander? Wie redet so ein Commander irgendwas? Das ist, um den richtigen Sound drauf zu haben. Und so muss ich also ständig meine Sprache füttern. Ich bin also eine ständige sprachsuchende Spracharbeiterin. Ich habe ganz viele Listen. Ich lege ständig Listen an, auch mit Vokabeln, die ich gebrauchen könnte, und um meinen Wortschatz zu erweitern. Das finde ich total spannend, was Sie gerade gesagt haben, diese Sprache, die ja eben auch mit einer Kultur und mit viel Bildern und viel Wissen einfach zusammenhängt. Jetzt gerade, Sie sagen auch immer, das ist so ein großer Unterschied, der kulturelle Raum. Wie gelingt es denn? Also ich gehe davon aus, man muss natürlich lange gelebt haben auch, oder man muss auf jeden Fall gelebt haben in China. Aber wie gelingt es denn, diese Ideen rüber zu transportieren, also dieses Gefühl, das ist ja auch ein Lebensgefühl, das ist ein ganzer Hintergrund und es muss wahrscheinlich auch ganz viel erklärt werden, oder? Also erklärt werden, ja, das ist so eine Frage, gerade Erklärung. Was mache ich mit Begriffen oder mit komplexen Zusammenhängen, die einen kulturellen Hintergrund haben? Das ist ja auch etwas an der chinesischen Sprache, was sehr typisch ist. Das Chinesische ist eine Kontextsprache. Das heißt, es gibt oft wenig Text, dafür viel Kontext, kulturellen Kontext, den in der Regel alle Sprecher dieser Sprache kennen, unbewusst kennen. Sie sehen, man sieht einen bestimmten Begriff und denkt dabei an etwas ganz Bestimmtes. Wenn wir einen einfachen Begriff wie Dao denken zum Beispiel, um mal einen zu nehmen, den hier auch jeder kennt, Dao. Dao ist ein philosophisches Konzept. Dao kann aber auch Weg heißen. Ganz normaler Weg. Der Weg, auf dem ich gehe, ist auch Dao. Oder Dao kann auch Sagen heißen. In klassischen Texten steht statt er. Er sagte, da steht dann Dao, Konfuzius Dao. Das heißt, dieser Begriff hat viele Übersetzungen. Also zuallererst muss ich dann natürlich sehen, was habe ich hier für ein Genre, was habe ich hier gerade. Normalerweise erkenne ich natürlich sehr schnell, wie der Begriff gebraucht wird. Aber dann wird er philosophisch gebraucht. Was mache ich? Lasse ich Dao stehen? Ist bei Dao vielleicht noch ganz praktisch, weil ich weiß, ach, das kennen viele Leser, ich kann das so stehen lassen, wenn ich vom philosophischen Begriff rede. Aber dann habe ich andere Begriffe, vorhin nannte Andreas Guder die Jiaozi. Jiaozi, diese chinesischen gefüllten Teigtaschen. Wenn ich jetzt Jiaozi in meiner Übersetzung mit gefüllte Teigtaschen wiedergebe, dann wissen Sie sofort, das ist eine Übersetzung. Das klingt so erklärend, so unnatürlich. So reden wir nicht über Essen. Essen hat Namen. In alten Übersetzungen war es häufig üblich, da steht dann Maultaschen oder Ravioli. Macht man heute auch nicht mehr, ist auch blöd, weil
Und Ravioli ist ein italienisches Gericht, Maultaschen sind ein schwäbisches Gericht. Ich bin ja doch in China. Ja, es löst gleich ganz andere Bilder aus. Genau. Ne? Ja. Was mache ich? Also ich neige bei solchen Dingen, das kommt, wie gesagt, immer auch auf das Genre an. Auch übersetze ich einen historischen Roman, übersetze ich einen Jugendroman, was auch immer, dazu, die Autze stehen zu lassen zum Beispiel. Denn in der Regel erfahre ich aus dem Kontext, was es ist, oder ich schummle ein bisschen etwas Erklärendes, was niemand merkt, in den Kontext, in meinen Text hinein, sodass man das merkt. Außerdem bin ich auch ein bisschen missionarisch unterwegs, denn ich denke mir, nun gut, vielleicht kennt diesen Begriff nicht jeder Leser, aber man geht doch immer häufiger in China-Restaurants und da gibt es immer Jiaozi und Jiaozi sind auch unheimlich lecker und mit Jiaozi verbindet sich was Positives, auch bei vielen Menschen, die schon mal in China waren, Jiaozi gegessen haben, ein positives China-Erlebnis, dann denke ich, warum diesen Begriff nicht einführen in die deutsche Sprache, ihn so benutzen, stehen lassen, dann müssen die Leser ihn vielleicht nachschlagen. Aber dann kennen sie den auch und da freue ich mich dann drüber und die chinesische Kultur hat ein Stück gewonnen. Das ist auch ein Ziel meiner Übersetzung, würde ich sagen. Eben, wenn man sich überlegt, wie viel Liebe, Zeit und Mühe dann in ein Wort gehen kann wie man als Konsument so ein Buch einfach wegliest, dann in der eigenen Sprache. Also vielleicht müssten wir alle ein bisschen dankbarer Bücher lesen in der Zukunft. Apropos Bücher, ich würde mal ganz kurz einen Blick auf die Lesetipps aus den Teilnehmenden und ich lese jetzt einfach mal kurz vor. Also wir haben hier der Ort vom Leben und Sterben von, und jetzt brauche ich Ihre Unterstützung, Xia Hong. Das hat Christoph Hausdorff uns als Tipp empfohlen. Ich spreche es wahrscheinlich völlig katastrophal aus. Nein. Dann das Kinderbuch Bronze und Sonnenblume von Chao Wen-Xuan. Zhao Wen-Xuan. Danke, danke. Arvid Kempf und Lenins Küsse von Yan Lianke. Danke, danke. Vielleicht lesen Sie die anderen vor, wenn Sie die lesen können. Ja, das nächste ist nur kein chinesisches Buch, sondern ein Buch zum Chinesisch lernen. Das würde ich hinbekommen, genau. Chinesisch für Dummies. Und das letzte ist die Knoblauchrevolte des Nobelpreis-gekrönten Mo Yan. Ja. Gibt es denn irgendein Buch, wo Sie sagen, okay, ohne dieses Buch gelesen zu haben, darf hier keiner aus dieser Veranstaltung raus? Nein, ich würde sagen, ohne viele Bücher gelesen zu haben, darf man nicht aus der Veranstaltung raus. Oder vielleicht fragen wir anders. Das eine Buch, das mich auch vielleicht nochmal ganz nah an die Welt Chinas rangebracht hat. Gibt es da was für Sie beide? Ich muss sagen, oft sind es Bücher von Europäern, die gut über China schreiben und denen es gelingt, die Brücke zu schlagen und uns Dinge zu erklären. Aus der chinesischen Binnenliteratur ist es oft schwerer, einen Zugang zu finden. Ich würde natürlich alle möglichen chinesischen literarischen Werke empfehlen, aber es ist durchaus auch spannend, Bücher von Personen zu lesen, die lange in China gelebt haben und einen europäischen Blick darauf haben. Also ich würde da durchaus mischen. Okay. Ja, kann ich ein Stück weit bestätigen. Ich würde aber sagen, dass es glücklicherweise gerade in der Genre-Literatur, und wir haben da das große Glück, dass mit der Drei-Sonnen-Trilogie endlich mal ein chinesischer Roman zu einem weltweiten Bestseller wurde, dass gerade die Genre-Literatur, weil sie eben auch von Lesern und Leserinnen konsumiert wird, die sich für China überhaupt nicht interessieren, die einfach einen guten Science-Fiction-Roman lesen wollen, dass darüber sehr viel Kultur transportiert werden kann und auch wird und dass das auch durchaus hängen bleibt. Und ich hier eine große Chance sehe, es ist früher, nun ich sage einfach generell, wurde Genre-Literatur aus dem Chinesischen eher links liegen gelassen von den
Verlagen, weil man sagt, ach, Krimis, Science Fiction, was immer, haben wir genug aus dem Englischen. Das brauchen wir nicht aus China. Aus China wollen wir so kulturell Schweres, Tragendes, sowas wie Mo Yan, so weiter. Oder vielleicht auch Kritisches, Yan Liangke, Lenins. Das ist ein ganz toller Roman, würde ich wirklich sagen. Den würde ich auch empfehlen, auf jeden Fall. Da auch ein toller Autor. Es ist wirklich schön, dass dank Liu Cixin chinesische Genre-Literatur Fuß gefasst hat und dadurch die Akzeptanz für chinesische Literatur generell enorm gestiegen ist, die Leser neugierig gemacht hat auf chinesische Literatur. Und da ist ein großer Schritt getan worden, finde ich. Da ergänze ich vielleicht, ich weiß nicht, ob das allen bewusst ist, dass Sie die eben übersetzt haben, die Trilogie, die Trisolaris-Trilogie ins Deutsche auch. Vielleicht ein Satz, Sie haben jetzt schon gesagt, das ist super erfolgreich und kann ein Schlüssel auch sein zur Kulturvermittlung. Haben Sie eine Erklärung oder vielleicht auch, Herr Bruder, warum? Also was war das, was hat da funktioniert, was vielleicht woanders nicht so funktioniert hat? Das ist einfach eine super gut geschriebene Geschichte. Ich muss noch korrigieren, das sind drei Bände, ich habe den ersten Band nicht übersetzt, das ist auch der kürzeste von den dreien, aber dennoch, ich habe die beiden anderen Bände übersetzt, das sind also insgesamt 1500 Seiten, nicht so wenig. Umfangreich, trotzdem haben es hunderttausende Leser verschlungen, weil die Geschichte einfach toll ist. Und sie ist auch toll, weil sie, es ist eben nicht dasselbe wie amerikanische Science Fiction oder europäische Science Fiction, obwohl der Autor ein bekennender Science Fiction Nerd ist und das alles gelesen hat, Arthur C. Clarke, Isaac Asimov und so weiter. Sie hat sehr viele kulturelle Eigenheiten Chinas, zum einen die absolute Wissenschaftsgläubigkeit zum Beispiel, die wir nicht unbedingt teilen, gerade nicht in unserem konservativen Deutschland. Wir sind gegenüber Innovationen immer sehr skeptisch und ein bisschen langsamer. Da ist man in China ganz anders. Wissenschaft ist toll. Fortschritt ist erstmal toll. Die Kritik kommt später, kann später kommen. Auch in puncto Umweltschutz hat China jetzt einiges nachgeholt. Aber die Fantasie, die Liu Cixin hier entwickelt, wirklich das Verhältnis des Menschen zum Universum und bis ans Ende der Welt, bis ans Ende des Universums zu imaginieren, das ist absoluter Wagemut. Das traut sich keine europäische Science Fiction. Die bleibt meistens nicht, ist keine Hard Science Fiction, sondern die verhandelt so gesellschaftliche Verhältnisse in Form von Dystopien oder Utopien, aber die baut keine Raumschiffe, die bis außerhalb des Kuipergürtels hinausfliegen und uns die Welt zeigen, wie sie dort aussieht. Also das ist sehr. Das klingt chinesisch. Nach einer Leseempfehlung, nach einer eindeutigen auch. Ich liebe es natürlich. Ich hab es, wie gesagt, auf Deutsch quasi selbst geschrieben und intensivst recherchieren müssen. Ich bin keine Physikerin. Zum Glück gibt es Astronomiebücher und ich habe Freunde, die besser sind in Physik als ich, die musste ich löchern ständig und wie gesagt viel Star Trek gucken und nochmal Science-Fiction-Literatur auf Deutsch lesen, aber ich finde es wirklich wahnsinnig, was der Autor hier geschaffen hat. Tatsächlich kann es nicht verhehlen. Frau Müller, Sie wollten noch was fragen? Genau, wir posten gleich auch nochmal den Buchtitel und alles im Chat. Da können Sie sich das alles in Ruhe anschauen. Das wurde hier gefragt. Und dann eine Frage in die andere Richtung. Vielleicht können es, wissen Sie, Frau Betz, sicherlich auch. Shayan Ali fragt, wie sieht es denn mit Büchern aus, die ins Chinesische übersetzt werden? Also welcher Stoff sozusagen aus Europa ist denn in China von Interesse? Soll ich das weiter beantworten, Andreas? Ich habe gerade schon geredet, ich kann das beantworten. Also in China ganz generell ist das Gleiche populär, das auch hier populär ist. Nämlich es wird hauptsächlich aus dem amerikanischen Englisch übersetzt.
Das ist hier so, das ist auch in China so. Also die Bestseller, die hier allgemein bekannt sind, sind auch in China bekannt, mit wenigen Ausnahmen, die möglicherweise der Zensur unterliegen. Aber diese berühmte Zensur kann ja auch umgangen werden. Wir leben im digitalen Zeitalter. Da, trotz aller Barrieren, kann man doch fast alles lesen, was man möchte. Und wenn es eben über den Umweg über Taiwan und Hongkong ist, wo alles publiziert werden kann. Chinesische Studenten sagen mir oft, dass sie keine moderne chinesische Literatur lesen. Das würde ihnen nicht so gut gefallen. Sie lesen lieber Stephen King. Auch spannend. Was mir noch total am Herzen liegt, ist, weil wir reden ganz viel über Sprache, wir reden über Sprache, was Sprache leisten kann, die Relevanz des Chinesischen. Ich glaube, da können wir auch nochmal einen stärkeren Blick drauf werfen, weil also der Begriff ist ja auch schon immer wieder gefallen, China-Kompetenz. Welche Rolle spielt denn da die Sprache? Weil wir jetzt immer schon auch wieder über das ganze Wissen, das über die Sprache oder was in der Sprache wohnt sozusagen, gesprochen haben. Wie wichtig ist es denn beispielsweise, Herr Guder, wenn ich sage, ich möchte jetzt in China arbeiten? Wie wichtig ist es, dass ich tatsächlich die Sprache spreche? Ich würde die Frage erstmal auf Deutschland umdrehen. Wenn ein Chinese in China fragt, muss ich Deutsch können, um in Deutschland zu arbeiten? Was würden Sie ihm antworten? Sie würden ihm vielleicht sogar antworten. Ja, du kommst mit Englisch einigermaßen durch. Aber wenn ich mir hier so unsere Bürokratie anschaue und wie das ganze System letztlich doch ohne Deutsch kaum zu durchdringen ist, würde ich doch dringend raten, die Sprache zu beherrschen. Das heißt, natürlich sollte ich raten, die Sprache zu erlernen. Und auf der anderen Seite haben wir dann eben dieses, ich würde es einfach nennen, das Ökonomieproblem. Wie viel Lebenszeit bin ich bereit aufzuwenden, um mir diese Sprache anzueignen, für die ich eben längere Zeit brauche als europäische Sprachen? Das wissen wir einfach. Und das sind die Fragen, mit denen ich mich vor allem auseinandersetzen muss, weil es ja jetzt darum geht, Chinesisch als Schulfach zu etablieren. Was wir alle für unbedingt richtig halten, das ist sozusagen ein Schritt zu China-Kompetenz in der Breite. Wir wollen, dass junge Menschen in Deutschland mehr über China wissen. Das geht zum einen über die Etablierung des Schulfachs Chinesisch. Das sind inzwischen 100 Schulen in Deutschland. Es geht aber zum anderen auch darum, dass wir in den vor allem gesellschaftswissenschaftlichen Fächern wie Geschichte, Politik und Geografie uns auch mit China auseinandersetzen. Und einige Studien zeigen, dass das viel zu wenig passiert, dass wir in der Schule eigentlich minimal über China hören oder China nur ein Wahlthema ist. Und der Lehrer, die Lehrerin kann zwischen Russland, China und Afrika entscheiden. Und ich sage immer, die Lehrkraft wird sich am wenigsten für China entscheiden, schon aus Angst, dass sie die Namen nicht richtig aussprechen kann. Genau das, was Sie auch gerade als Problem hatten. Da mache ich doch lieber Russland oder Afrika. Die Berührungsängste mit China sind nach wie vor groß und es wäre zum Beispiel im Grunde wünschenswert, wenn wir wenigstens bei diesen chinesischen Namen irgendwann mal alle wüssten, wie man die ausspricht. Das ist kein Hexenwerk, das kann man in der Woche lernen. Das wäre aus meiner Sicht ein erstes Ziel, was wir eigentlich erreichen müssten, so wie wir auch englische Wörter inzwischen alle richtig aussprechen. Das wäre natürlich wünschenswert und auf der anderen Seite wissen wir eben, dass wir im Chinesischen nicht so weit kommen wie in anderen Fremdsprachen. Es geht aber darum, überhaupt erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir uns hier in distanten Fremdsprachen bewegen. Und alles, was wir bisher machen, bewegt sich im Bereich der affinen Fremdsprachen. Wir benutzen Kriterien der innereuropäischen Sprach- und Literaturwissenschaft, um damit den Rest der Welt, insbesondere Asien, zu vereinnahmen. Und ich glaube, da ist noch unglaublich viel zu tun. Und jetzt zeige ich doch noch eine von meinen deprimierenden Folien. Ich, während Sie zeigen, ich finde ja, was bei aller Schwierigkeit, man kriegt ja unfassbar viel dafür, wenn man eine Sprache lernt, ja. Also insofern, ich wollte auch noch mal eine Lanze brechen, weil es ist ja ein Tor, das aufgeht in eine andere Welt mit einer Sprache. Aber ich wollte Sie nicht unterbrechen. Ich würde sagen, das Tor ist noch größer, wenn man Chinesisch lernt. Man öffnet ja noch ein noch interessanteres Tor, als wenn ich Spanisch oder Russisch lerne. Das ist ein Diagramm, was ich in diesem Kontext oft verwende. Sie haben ganz links unten unsere L1 oder Muttersprache Deutsch.
Und Sie haben auf der X-Achse unten die sprachliche Distanz zur Muttersprache. Und wir wissen alle, dass uns Englisch leichter fällt als Französisch. Und wir wissen auch, dass Russisch auch eher etwas schwieriger ist als Englisch. Denn wir haben im Englischen eine Menge von vertrauten Wortschatz und eine Sprachstruktur, die eine höhere Ähnlichkeit hat. Vor allem der Wortschatz basiert zum Teil auf dem Lateinischen. Es gibt ganz viele Berührungspunkte zwischen den europäischen Sprachen. Ich nenne das affine Fremdsprachen. Das sind indoeuropäische Sprachen, die in Europa gesprochen werden. Und mit denen als Maßstab sprechen wir eigentlich ständig über Sprachen. Und kaum jemand in Europa lernt eine nicht affine, eine distante Fremdsprache, wirklich auf einem Niveau, dass er sie auch für Verhandlungen und als Literatursprache tatsächlich erwirbt. Und das hier, was Sie hier sehen, das ist eher eine hypothetische Grafik, ein Versuch, das ein bisschen zu visualisieren, was das Problem ist. Hier sind so ein paar sogenannte distante Fremdsprachen angetragen, die sowohl entweder linguistisch oder kulturell, und das ist die zweite Achse dieser Matrix, kulturell von uns weiter entfernt sind und entsprechend mehr sprachliche Handlungen und Kontextualisierungen besitzen, die uns nicht so vertraut sind, weil sie nicht in einem abendländisch-europäischen, christlichen, wie auch immer Kontext entstanden sind oder dort sich seit 2000 Jahren befinden. Und ich trage eben Chinesisch und Japanisch am anderen Ende dieser Skala an, weil es sowohl über Jahrtausende keine Berührungspunkte gab, also sowohl kulturell als auch linguistisch keine Berührungspunkte gibt. Und dann kommt eine dritte Dimension hinzu, und das ist das Schriftsystem, das das Ganze noch einmal eine Spur komplexer macht. Und mein eigentliches Anliegen ist, dass wir bei allem, wenn wir über Fremdsprachen sprechen, eigentlich viel mehr Wissen und Expertise über diese nicht-europäischen Fremdsprachen brauchen. Wir haben an allen Universitäten mehrere Professuren für die affinen Fremdsprachen, und die dominieren auch unsere Sprachwissenschaft bis heute. Die dominieren auch, wie Übersetzer bezahlt werden. Ich finde, an dieser Skala kann man auch zeigen, dass Frau Betz eigentlich dreimal so gut bezahlt werden muss wie ein Übersetzer aus dem Englischen und Spanischen. Und diese Grafik zeigt auch, dass wir ganz andere Unterrichtskonzeptionen und einen anderen Umgang mit so Lebenszeitökonomie berücksichtigen müssen, wenn wir wirklich wollen, dass künftige Generationen sich auch mal mit außereuropäischen Sprachen beschäftigen. Das wäre so ein ganz wichtiger Punkt, den ich heute unbedingt unterbringen wollte. Vielen Dank, Frau Betz. Kann ich dazu? Ich würde gerne dazu ergänzen, dass gerade was die Namen betrifft, da herrscht oft ein großes Fremdeln. Ich höre das auch oder ich lese das auch manchmal in Leserrezensionen zu Romanen, die ich übersetzt habe. Dann heißt es, ja, ich musste mich erst an die vielen chinesischen Namen gewöhnen oder mit den chinesischen Namen komme ich immer durcheinander. Nun ja, also wenn ich einen Roman von Tolstoi lese, da kommen da auch ziemlich viele russische Namen drin vor, die ich mir auch nicht alle sofort merken kann, auch nicht alle sofort aussprechen kann und auch das vermeintlich nahe Englisch, von dem jeder glaubt, er spricht es gut, ist noch häufig etwas täuschender, hat auch viele sogenannte False Friends, auch in der Aussprache. Und während zum Beispiel Namen wie Wang, Li, so schwer nun auch wieder nicht auszusprechen. Also wenn jemand Wang Mandu heißt oder Li Gawon, also das ist nun kein schwieriger Name. Man kann sich, es gibt einige Ausspracheregeln. Man könnte das auch als Verlag bei Übersetzungen immer als Anhang dazugeben, die Ausspracheregeln, dann fühlen sich die Leser sicherer und dann lernt man das eben und dann hat man eben auch was gewonnen. Und dann sagt man, hey, ich weiß, wie das ausgesprochen wird, ich kann mir diesen Namen merken. Das ist ja auch ein positives Erlebnis. Und durch die Beschäftigung mit chinesischer Sprache, wenn man mehr darüber weiß, hat man viel gewonnen. Erstmal kulturell viel gewonnen, aber auch in linguistischer Hinsicht. Andreas sagte das bereits, viel gewonnen, denn Chinesisch ist ein Fressen, ein Fest für Linguisten. Ich glaube, aus dem, was wir zur Sprache gesagt haben, geht es ja schon hervor, wie vielschichtig diese Sprache ist und wie viel man über das Chinesische oder über eine so distante Sprache
überhaupt über Sprache lernen kann. Und das ist doch wahnsinnig spannend. Definitiv. Herr Gudow, wären Sie so nett, noch mal zu enteilen, dass wir uns noch mal in groß sehen. Danke Ihnen. Ich habe dieses, was mich tatsächlich jetzt umtreibt, sind diese Berührungsängste, die wir ja auch direkt quasi bei mir live festgestellt haben. Und ich bin eigentlich ein sprachaffiner Mensch. Wie kann man denn an so kleinen Stellschrauben drehen? Oder wie kann man eigentlich so eine, vielleicht so eine Massentauglichkeit herstellen? Ist es dann die Netflix-Serie, die kommen muss? Wie schafft man das denn? Haben Sie eine Idee? Ich glaube, dass die Massenmedien tatsächlich dazu beitragen können, wenn es China gelingt, eine Art Popkultur zu schaffen, was im Moment gerade nicht so aussieht. Aber es gibt chinesische Serien, die Sie gucken können und die Sie auch mit Untertiteln gucken können. Die Zugänglichkeit ist nach wie vor trotzdem natürlich schwieriger als zu amerikanischen Serien. Und wir neigen ja dazu, uns eher bequem im Sessel zurückzulehnen, als eine exotische Fremdsprache zu hören. Das heißt, ich glaube, dass es tatsächlich zunehmend chinesische Wörter in der Jugendsprache gibt. Ich habe neulich gehört, dass 13-Jährige zueinander von Bing Qilin gesprochen haben. Es ging um Eiscreme und in irgendeinem TikTok-Video ist dieses Bing Qilin jetzt zum Kult geworden und eine ganze Menge 13-Jährige wissen jetzt, dass Eiscreme auf Chinesisch Bing Qilin heißt und finden das Wort lustig. Ich glaube schon, dass sich da so ein bisschen was in diese Richtung entwickelt. Aber es müsste eigentlich auch viel mehr in Medien und Politik dafür geworben werden, dass wir uns mit außereuropäischen Sprachen und Kulturen auseinandersetzen. Wir hängen immer noch an einem sehr eurozentrischen Bild, was Sprachen und Kulturen betrifft und neigen leider dazu, alles nach wie vor daran zu messen. Und ich glaube, wir können China und auch andere Staaten und Regionen Asiens nur verstehen, wenn wir uns in größerem Maße als bisher bereit sind, auf sie einzulassen. Ich glaube aber dennoch, dass die Popkultur da ein größeres Vehikel ist, ein besseres Vehikel als die Politik. Also ein Politiker, der mich mahnt, ach, ich soll mich doch mehr mit China beschäftigen, da habe ich einen Vorteil. Der interessiert mich wenig, gerade als 13-Jährige. Was mich interessiert, wir sehen dieses Phänomen bei K-Pop, koreanische Kultur. Lange Zeit, wer hat sich mit Korea befasst? Korea, die Koreanistik wurde an vielen Unis abgeschafft, weil es eine ganze Zeit lang viel populärer war, Chinesisch oder Japanisch zu lernen. Jetzt wollen alle Koreanisch lernen und es fehlen die Lehrstühle dafür. Warum? Weil Teenager wild werden, wenn sie koreanische K-Pop-Bands sehen und dann sich selbst Koreanisch beibringen. Also ich kenne da selbst Jugendliche, die sich online mit YouTube-Videos emsig Koreanisch beibringen, eine Sprache, die sehr, sehr schwer auszusprechen ist, leichter im Schreiben zu lernen, denn es gibt ein Alphabet, sehr schwer auszusprechen. Das schaffen die sich in 0, nichts drauf, weil sie die Songtexte mitsingen wollen. Das heißt, Popkultur transportiert immer Kultur, auch das Interesse an Literatur. Ich meine, Sie kennen auch alle den Begriff der Coca-Colonization. Ich meine, wie hat die amerikanische Kultur, die vor dem Zweiten Weltkrieg auch keine so große Rolle hierzulande spielte, die Welt erobert? Über Konsum. Über Konsum, über Pop, über Musik. Und blöd ist, dass wir aus der Volksrepublik China genau das nicht bekommen, weil die Ansätze, das hat mit Zensur zu tun. Es hat auch etwas mit Massentauglichkeit bestimmter Kulturphänomene zu tun. Aber das würde man sich wünschen, dass vielleicht über Taiwan, Hongkong-Kultur was überspringt. Frau Betz, vielleicht können Sie uns da ja auch helfen, denn Caroline Stiel schreibt uns, es gibt tatsächlich tolle chinesische Serien. Und Pfeffer fragt, haben Sie eine Empfehlung für eine chinesische Serie? Oder Herr Gruder gerne. Also ich schaue die fast nie, muss ich sagen. Ich bin da gar nicht so gut drin. Ich schaue mir nur was an, was ich jetzt brauchen kann zum Übersetzen zum Beispiel. Ich
oder beim Roman, den ich übersetze, schaue ich, gibt es dazu eine Serie, dann schaue ich mir die Serie an. Also ich könnte jetzt aktuelle Serien tatsächlich nicht empfehlen, da bin ich nicht so für geeignet. Ich weiß nicht, ob Andreas was hat. Ich muss auch gestehen, dass ich aus der Generation schon ein bisschen raus bin. Ich weiß aber, dass ich Studierende habe, die sich gegenseitig Serien zuschieben. Aber ich muss gestehen, ich habe jetzt keine gerade parat. Okay, vielleicht können wir das ja nachreichen. Vielleicht gibt es ja dann tatsächlich mal eine Veranstaltung rein zu Popkultur. Und was ist so die neuesten, heißesten Trends aus China, die wir uns unbedingt alle anschauen müssen? Und welche Influencer sind gerade total, also nehme ich jetzt auf jeden Fall auch entnehme ich dem, was Sie eben gesagt haben, wir bräuchten einfach ein paar richtig coole Influencer auf den diversen sozialen Medien oder tolle Pop- oder sonstige Bands, die einfach irgendwie mitreißen und die über die sanfte Möglichkeit sozusagen, sich der Kultur anzunehmen, auch so ein eine Attraktivität schaffen und eine Motivation eben, gerade Liedtexte, finde ich, ist ja ein genialer Weg, um eine Sprache dann tatsächlich zu erlernen. Genau, vielleicht noch eine Abschlussfrage, bevor wir dann in die Abschlussrunde gehen. Wie sieht es denn aus, weil wir hatten es vorher schon mal angerissen, was das Digitale leisten kann? Was kann denn KI vielleicht leisten? Also sehen Sie da eine große Chance drin, einfach sich der Kultur und Sprache einfacher, also denken wir jetzt an ChatGPT, zu nähern, Herr Guder? Also die KI leistet inzwischen Unglaubliches. Und wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, es wird, fürchte ich, vielleicht auch viele Leute davon abhalten, weitere Fremdsprachen zu lernen, weil inzwischen Übersetzungsprogramme und ChatGPT unglaubliche Hilfsmittel sind. Ich kann in Geräte reinsprechen und ich bekomme das live übersetzt. Ich schaffe es tatsächlich, auch komplexe chinesische Formulierungen ChatGPT zu befragen. Was will denn ein Chinese sagen, wenn er das und das sagt? Was meint er damit? Und ChatGPT gibt erstaunlich gute Antworten. Also die KI ist so weit, dass wir uns möglicherweise in 10 Jahren fragen müssen, wie gehen wir in Zukunft mit Fremdsprachen um? Ich neige im Moment ein wenig zu Pessimismus und kann eigentlich nur hoffen, dass die junge Generation sagt, nein, ich will mich trotzdem aktiv und mit meinem eigenen Gehirn mit dieser Sprache auseinandersetzen. Denn natürlich kann die KI die Auseinandersetzung mit China uns nicht ersetzen. Sie kann uns aber unglaublich viel helfen, sodass aber, fürchte ich, zunehmend die Frage gestellt werden wird, warum sollen wir das denn überhaupt noch lernen, wenn wir doch Computer haben, die uns dabei helfen? Diese Frage beginnt gerade erst virulent zu werden und wird uns sicher die nächsten 10 Jahre beschäftigen. Das betrifft natürlich nicht nur China, das ist jetzt eine sehr allgemeine Aussage. Ich bin da etwas optimistischer, weil ich am Ende immer noch daran glaube, dass wir Menschen, wir haben schon immer noch das Bedürfnis nach Gemeinschaft und nach echtem menschlichen Austausch, sei es, weil wir uns in diese tolle Chinesin verlieben, die mit uns zusammen Physik studiert oder wie auch immer und dann tatsächlich ein Interesse haben, mit Menschen zu reden und uns nicht über den Umweg KI und über Text und Bildschirme mit ihnen zu unterhalten. Also recht beruhigt bin ich auch, was die vielleicht naheliegende Frage angeht, ob man Literaturübersetzer überhaupt noch brauchen wird in 10 Jahren aus dem Chinesischen. Da würde ich sagen, dass so weit kommt keine KI, denn zum Literaturübersetzen, also gerade auch zum literarischen Übersetzen, reicht ein Gehirn nicht aus. Und mehr als gefüttertes elektronisches Gehirn habe ich nicht bei der KI. Also ohne Empathie, ohne Erfahrung, ohne das Wissen um Gefühlszustände, auch natürlich Stilregister und so weiter, das schafft die KI sicher nicht, da befriedigende Leseergebnisse hinzubekommen. Ich glaube auch nicht in 10 oder in 20 Jahren. Okay, also der Bedarf an guten Übersetzerinnen und Übersetzern, den wird es immer geben. Jetzt mit Blick auf die Uhr, glaube ich,
müssten wir Schluss machen, wenn wir nicht gleich eh den Saft abgedreht bekommen. Ich weiß nicht, wie streng das tatsächlich passiert, aber die Frau Müller lächelt noch. Das ist ein gutes Zeichen. Saft wird erst abgedreht, wenn wir fertig sind. Okay, das ist doch schon mal erfreulich. Ich würde tatsächlich gerne noch mit einer ganz kurzen Schlaglichtrunde beenden, die auch natürlich in gekürzter Variante sozusagen, weil wir jetzt schon so spät dran sind. Aber einfach nur eine kleine provozierende Frage an Sie beide. Ihr Patenkind kommt zu Ihnen und möchte in der Schule Latein wählen statt Hochchinesisch. Was sagen Sie ihm, Frau Betz? Ich sage, gute Wahl. Wer Latein kann, ich bin da ganz klassisch, habe auch Latein gelernt. Da ist eine gute Grundlage für europäische Sprachen. Europäische Sprachen spielen durchaus auch eine Rolle, gerade beim Lesen, Übersetzen aus dem Chinesischen, denn es gibt ja zahlreiche europäische, lateinische Begriffe, die ins Chinesische eingewandert sind. Wir übersetzen nie aus nur einer Sprache. Moderne Sprachen sind alle beeinflusst, sind alle ein Gebilde globalen Austausch, das heißt, mit Latein anzufangen. Ja, um Struktur zu lernen, ist Latein keine schlechte Voraussetzung, um später Chinesisch zu lernen, würde ich sagen. Wer Latein geschafft hat, der schafft auch Chinesisch. Okay, das ist schon mal gut. Herr Guder? Ich muss gestehen, dass ich auch zu denen gehöre, die Latein gelernt haben und möglicherweise unter den Sinologen die Quote der Latinisten gar nicht so klein ist. Okay. Und auf der anderen Seite würde ich natürlich sagen, es wäre im 21. Jahrhundert vielleicht durchaus angemessen, früh mit einer nicht-europäischen Sprache anzufangen, weil man eben für diese Sprache länger braucht und weil man im Interesse der gemeinsamen Ziele unserer Welt mehr über die andere Seite wissen wollte. Ich schreite gar nicht ab, dass Latein auch nützlich ist. Mein Sohn hat auch Latein gewählt. Es gab aber kein Chinesisch an seiner Schule. Aber ich würde sagen, es ist auch eine Frage des Lerntyps. Man sollte so ein bisschen in sich hineinhorchen oder mit dem Kind gemeinsam darüber sprechen, wofür es sich denn begeistern könnte, ob es tatsächlich eher eine Neigung zur Analyse von Satzstrukturen hat oder vielleicht eher eine grafische oder auch musikalische Begabung. Ich mache die Beobachtung, dass musikalisch früh Erzogene sich mit Chinesisch tatsächlich leichter tun, was das Tonsystem betrifft. Das heißt, gutes Gehör ist zum Beispiel ein Faktor, der beim Chinesischlernen sehr stark unterstützt. Super. Ich bedanke mich ganz herzlich. Also ich habe tatsächlich jetzt sehr viel Lust bekommen. Ich weiß nicht, wie lange ich brauchen werde zum Lernen, aber zumindest in der Übersetzung ein Buch zu lesen. Herzlichen Dank für Ihre Einblicke und für Ihre tollen und vielseitigen Einschätzungen. Wenn Sie dieses Gespräch zum Teil nur gesehen haben oder vielleicht das weiterempfehlen wollen, das wird es auch geben in der Mediathek. Es wird ein Link, wenn er nicht schon da ist, doch, er ist sogar schon gepostet. Da finden Sie diese Ausgabe der Dialogreihe und können Sie jederzeit auch noch nachschauen in der Mediathek. Genau, ich bedanke mich ganz herzlich im Namen des gesamten Teams auch für die rege Teilnahme aus dem Publikum und bin schon sehr gespannt, was uns das nächste Thema und die nächsten 20 Folgen dieser Reihe bringen werden. Herzlichen Dank. Danke.